Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Lohnunternehmer-Folge. Und Leute, ich sage euch, ich habe keine Lust mehr, ich bin umgezogen. Wir ziehen einfach, wir sind weggezogen von den Amerika. Das war uns da nix, wir sind umgezogen. Und ihr wisst ja, die Schulden, ne, die haben uns ja so... ich habe einen guten Bankberater gehabt, ne? Und vielleicht sind die jetzt rein zufällig verschwunden. Dafür haben wir auch. Naja. Wie ihr seht, wir haben einen neuen Hof. Hier steht schon ein wundervoller Fendt 300er Vario. Und da hören wir schon der ersten Hühnchens. Und da hinten sehen wir noch Kuhstall. Ja, Leute, wir sind auf den Niedersachsen-Map gewechselt. Die NES22 müsste das sein. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und ja, wir befinden uns hier auf dem Starthof. Das Einzige, was dazu kam, im Endeffekt, sind die Traktoren. Weil hier am Anfang, warum auch immer, ich habe es auf neue Farmer gestartet, keine Traktoren hattet. Also, I don't know, keine Ahnung, an was das gelegen hat. Auf jeden Fall, naja. Was sollen wir machen, ne? Können wir uns nicht aussuchen? Und ja, ihr seht hier gerade, wir gehen nur ein paar Runden. Und dann zeige ich euch mal, was hier so rumsteht. Und dann starten wir auch gleich schon durch, ne? Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Ein paar Felder haben wir ja schon. Und unsere Tiere wollen auch versorgt werden. Ja, von Anfang an habt ihr Tiere. Die Tierställe sind alle auch gut gefüllt. Das heißt, ihr habt, glaube ich, an die 60 Kühe, 270 Schweine. Ja, guten Tag. Grüß dich. Ich will ja nichts sagen, so manch einer, ne? Von so manch einem könnte das Spiegelbild sein, ne? So, genau, da hören wir sie schon, die Mädels. Moin, Mädels! Na, seid ihr alle eifrig am Fressen? Ihr habt hier den großen Kuhstall drauf mit dem, Fütterungsroboter. Nenne ich das jetzt mal. Okay, ich komme hier zurück. Gehen wir das da rein. Ich habe keine Ahnung, ich hatte diesen Kuhstall noch nicht. Aber auch das werden wir rausfinden. Der ist, wie gesagt, gut gefüllt, über 50 Tonnen. Da sollten wir ein bisschen hinkommen. Da vorne haben wir einmal den Hühnerstall. Der ist auch gut gefüllt. Und unser Haus. Ja. Ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir wollen anfangen. Und schmeißen uns dafür hier mal einmal den wunderschönen 300er. Zack. Und stellen ihn einmal auf Seite. Autodrive-Kurse haben wir auch komplett hier drauf. Die kann ich euch auch gerne einmal in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr die habt. So, ich weiß gar nicht, was das immer noch leicht am Hakeln ist. Das wundert mich, aber gut. Was soll's. So, den 300er stellen wir erstmal hier her. Zack. Machen wir mal aus dem Bums. Zack. So. Dazu. Und dann machen wir mal kurz Luki-Luki. Wie gesagt, hier sind die Tiere, 270 Schweine, 60 von den Holsteinern und 120 Hühner. Ich nenne mal die Haie, ne? An der Stelle nicht. Wie gesagt, Futter ist bei allen gut gefüllt. Da haben wir erstmal ein bisschen Puffer. Und ein paar Felder haben wir ja dann doch schon. Hier habe ich zusätzlich uns die 53 und die 3 Wiesen geholt. Das habt ihr zum Anfang nicht. Und ja, wir gucken mal, was haben wir denn, können wir denn machen? Und schauen wir mal. Also da sind auf jeden Fall erntereife Felder. Von der Bodenbeschaffenheit. Naja, gut, auf Unkraut, das ist jetzt egal. Das machen wir einfach dann das Feld. So, die anderen brauchen das nicht. Gut. Ja, dann würde ich sagen, was haben wir denn da drauf stehen? Einmal haben wir der gute Hafer und einmal den Raps drauf. Sojaböhnchen braucht noch ein bisschen. Sonnenblumen auch, oder? Jo. Ja, würde ich sagen, Raps und der Hafer, den holen wir jetzt einmal. Also, machen wir uns einmal... Ein Abfuhr gespannt, fertig und den Drescher. Und dann geht das hier los.
Der Dröscher, den habt ihr von Anfang an dabei. Ein wunderschöner John Deere GE560i. Es müsste der gleiche sein, den wir auf den alten Lohnunternehmer-Spielschirm auch hatten. Ja. So. Zack, 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 zack. Das machen wir mal. Gar kein Problem. Die Mauze läuft auch mal wieder über die Tastatur. Läuft. So. Kurz mal das Näschen geputzt, damit ich hier nicht so durch die Nase rede, wenn ich mit euch rede, ne? So, einmal rein in den John Deere. Zack, zack. Motor starten. Das heben wir an. Und jetzt seht ihr wieder Tetris aller Krümelkeks. Hoffentlich kriegen wir den hier raus. Unbeschadet wäre super. Ah, das sieht ganz gut aus. Das sieht fast hier Konto aus, würde ich sagen. Aber nur fast. So. Den ziehen wir hier einmal vor. Zack, zack. So, und kriechen wir hier einmal runter. Und hier einmal blöd einmal auf. Zack. Und dann werden wir hier einmal eine Runde rum. Dann können wir den Maisgebiss, sage ich jetzt einfach mal, ja, auch für die Sonnenblumen nachher wichtig. Gehen wir erstmal wieder in die Halle. Denn den brauchen wir jetzt ja nicht, ne? So. Zwar jetzt ungünstig hier vorm Tor, aber er federt gut nach, wa? Zack, einmal die Zapfwelle abgemacht. Auch die Zap. So. Oh, ja. Okay, ich habe Gadget Warmer. Was? Haben wir doch gemacht. Egal, lasst nicht drüber reden. Das haben wir erledigt. So. Und das Käbelchen dran. So, und dann geht er hier los. So, warum hat auch immer der gerade so geruckelt hat, ne? KI-Verkehr mal wieder. Selbstmörder unterwegs. Na, fahr doch! Oh, ist das ein Hornochse. Das, sage mal. Seh zu. Ja, mach dich doch weg! Junge, Junge, Junge. Wie im echten Leben hier. Alles Hornochsen. So. Gemos Soy. Wir wollen zu Ryan 50. Zack, 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 zack. Zack. Ab dafür. Wir machen schon mal unser Abfuhrgespann fertig. Ich denke mal, wir sollten. Na, ob wir mit einem Welger-Gespann hinkommen, wir schauen mal. Wir kicken mal, ob das so funktioniert, ne? Wie ich mir das wünsche. Ich würde jetzt sagen, wir machen es uns auch leicht. Das wird erstmal alles ins Hofsilo gefahren. Wer fährt denn los? Ja. Das sag ich auch immer. Und schön frech, ne? Quatsch, nein, hier einfach rein. So, oh, der 57 sei schon. Genau, wenn es ein 57 geben würde, wäre ich euer Kunde. Zack. Wunderschöne 724.
Wäre doch am schlauesten, wenn wir hier rausgehen. Na, Mizimots. Mizimots ist wieder dabei. Muss ja aufpassen, dass ich hier alles richtig mache. Ich glaube, wir fahren mal zur Sicherheit mit einer zweiten da noch hin. Oh, Anker Vorfahrt, zack. Vorfahrt erkämpft, weil ich es kann. Der fährt da schon mal rüber. Und wir nehmen uns noch ein zweites Abhuggespann mit. Beziehungsweise springen gleich mal in den Mähdrescher rein, weil der wird bestimmt gleich am Feld angekommen sein. Wenn er nicht wieder überhaupt den Buktu fährt. Was nehmen wir denn jetzt? 9,39, 8,24. Ach, Kinders, was eine schwere Auswahl hier, ne? Ich würde sagen, einen 800er, den 300er, den hat nicht genug. Ach, guck mal, hier haben wir doch noch einen kleinen 800er, der 820. Das reicht doch allemal hin. Weiß an den TMS. Auf. Nehmen wir den. Oh, der hat nämlich auch noch genug Kniff. Über 200 PS sollte das vollkommen hinlangen. War doch in der richtigen Halle schon, oder? Bin ich aber auch tüdel, diese. Ne, die Halle müssen wir. Wie nehmen wir denn da mit? Nehmen wir hier den hier mit, ne? Den ganz großen Abschieber nehmen wir mal nicht mit. Der wird schon reichen hier. Wenn alle Strecke reißen. Aber normalerweise müsste der vollkommen lang. So, der geht dann zu 53. Und wir springen mal schnell zum Mähdrescher. Ja, Mann. Hat er denn noch weit? Herr Jung, was machst du denn hier unten, sag mal? Wenn man das alles alleine macht, wa? Kinders, ich Sache durch. Machen wir eben schnell selber. Kann ja dann noch heiter werden, bis die anderen da ankommen. Da geht's nur zum Feld hoch, ne? So. Sage mal. Ach, okay. Gerade gewundert, warum das Sidepanel die Kamera nicht gesteuert hat. Aber haben wir doch alle draus gefunden. Also ich weiß nicht, was die sich hier für einen Kauderwelsch zusammengefahren haben, ne? Dass der da druckeln anfängt, ne? Kurios, aber ja. So. Dann haben wir jetzt erfolgreich eine Runde um den Hof gedreht, oder wie ist das? Ja gut, es kommt drauf an, wo der Punkt für das Feld sitzt, ne? Punkte sind ja voreingefahren, wie gesagt, ich verlinke euch das unten einmal. Das kommt ja immer darauf an. Dann werden wir gleich auf jeden Fall schon mal schön den Raps da ernten. Wie gesagt, das fahren wir alle gleich auf den Hof ins Silo rein. Dann haben wir das auf Lager. Und dann passt das. Mit dem Fuhrpark sollten wir am Anfang jetzt hier eigentlich auskommen. Und dann